Wir gucken uns das Video an, einen Tag auf einer illegalen Plantage arbeiten. Falls ihr Bock habt, lasst gerne ein Abo da und wir gehen rein, let's go. Das hätte ich vor ein paar Wochen auch noch nicht gedacht, dass ich in Kolumbien auf der Coca-Plantage stehen würde und Coca ernte. Alles für euer Kokain. Kolumbien ist der weltweit größte Produzent von Kokain. Schätzungen gehen davon aus, dass hier jedes Jahr über 1000 Tonnen der Droge hergestellt werden. Das Kokaingeschäft hat dabei verheerende Auswirkungen auf die Umwelt. Es werden Teile des Regenwaldes gerodet, um Platz für Anbauflächen zu schaffen. Bei der Weiterverarbeitung gelangen giftige Chemikalien in die Böden und Flüsse. Und auch das Leben vieler Menschen wird vom Kokain-Business beeinträchtigt. Viele Bauern leben in Armut und sind auf den Coca-Anbau angewiesen. Allerdings gibt es immer wieder gewaltsame Übergriffe durch das Militär, das ganze Plantagen zerstört. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal in Kolumbien bin, dann möchte ich eigentlich... Oh nee, nicht mit mir, ganz ehrlich, dann kommt da irgend so eine Polizei und nimmt mich mit und so. Ey, was macht der für Dingens? Eigentlich auch eine Er ist auf jeden Fall jetzt Deutschland. Er ist bald wieder in Deutschland, weil das Event... Von Red Bull ist ja, da ist er ja auch dabei. Coca-Plantage. Weiß gar nicht, in welchem Team er ist. Über die Kokainproduktion zu erfahren, aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich das anstellen soll. Ich meine, so als deutscher YouTuber auf eine kolumbianische Coca-Plantage zu kommen, ist jetzt nicht so mega leicht. Deswegen habe ich einen lokalen Journalisten kontaktiert, der schon solche Beiträge gemacht hat. Ja. Und der hat mir gesagt, dass er mir helfen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie gut das Ganze funktionieren wird. Sorry Leute, wir mussten einmal kurz das Mikrofon nochmal richtig einstellen. Dann geht's jetzt in diesen Mini-Flieger. Dann ab in ein ganz kleines Dorf in Kolumbien. Von da aus auch nochmal weiter. Bis kurz vor den Dreharbeiten ist nicht klar, ob es überhaupt funktionieren wird, eine Plantage zu besuchen. Denn obwohl unser Kontaktmann die Bauern kennt, zögern diese noch. Ich mache mich trotzdem auf den Weg in den Südosten Kolumbiens. Hier soll viel Coca angebaut werden. Für die Reise und Unterkünfte vor Ort organisieren. Auf jeden Fall ein teures Vorhaben. Deswegen haben wir unseren Sponsor jetzt hier. Wie man das alles am günstigsten buchen kann. Dafür gibt es einen kleinen Trick, denn oft unterscheiden sich die Preise auf Webseiten, je nachdem von welchem Land man auf die Seite zuschreibt. Welche Firma? Mit einem VPN wie NordVPN. NordVPN, danke fürs Sponsoren von seinem Video, dass wir das hier angucken können, falls ihr Bock habt. Und auf NordVPN geht gerne, gibt es irgendwelche Rabattscodes? VPN auch erstmal ganz in Ruhe, das ist eine Trick, der wird heute wahrscheinlich in seinem Link, also sein Link ist bei mir in der Beschreibung, falls ihr NordVPN irgendwelche Codes haben wollt oder Rabatte, guckt bei ihm gerne vorbei. Wir sind noch nicht so weit, nächstes Jahr. Garantie. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Videobeschreibung, gerne reinschauen. Der gefährlichste Dreh, den ich jemals gemacht habe. Leute, ich hätte auch so Angst, ne? Ich schwöre, ich mach das nie mit. Nee. Not with me. Ich meine, ich bin jetzt hier irgendwie alleine in Kolumbien und wir reisen zu einer Coca-Plantage. Das ist mir zu viel. Ohne Security oder was? Und, dieses ganze Gebiet hier wird von bewaffneten Gruppen kontrolliert. Er kommt doch da nicht mehr wieder raus. Ja, mal gucken, wie das wird. Ich hoffe einfach, dass wir nicht sterben. Und ja, ich hoffe auch. Um 5 Uhr morgens machen wir uns auf den Weg. Die Plantage ist nämlich einige Stunden von der nächsten Stadt entfernt. Ich bin ein bisschen aufgeregt und frage unseren Kontaktmann Ramiro, wie gefährlich es heute für uns werden kann. Bisschen aufgeregt, aber coole Hose auf jeden Fall. Okay. Es gibt zurzeit zwei bewaffnete rivalisierende Gruppen in dieser Region. Nee. Da kann es durchaus kompliziert werden. Kann das Deswegen nicht. Ist es sehr wichtig, dass man mit Einheimischen unterwegs ist, die sich hier auskennen. Haben wir denn jetzt die Erlaubnis, von den bewaffneten Gruppen in diese Gebiete zu fahren oder nur von den Coca-Bauern oder wie sieht das aus? Also haben wir eine Erlaubnis? Nein, wir haben nur die Erlaubnis von den Bauern. Die stehen in Kontakt mit den bewaffneten Gruppen. Was denkst du, was könnte passieren, wenn jetzt solche bewaffneten Gruppen auftauchen würden? Ich denke nicht, dass es Probleme geben wird. Sollten wir auf bewaffnete Gruppen treffen, würden wir mit ihnen verhandeln. Inconvenient. Wir fahren, also Cash geben, Cash, so weißt du, Money. Okay, so, wir sind mittlerweile über 3 Stunden vom Flughafen entfernt und immer noch nicht angekommen. Das ist wirklich am Arsch der Welt hier. Wir haben jetzt hier gerade schon mal die Coca-Bauern getroffen, die haben jetzt irgendwie noch Equipment eingeladen und jetzt geht's zur Coca-Plantage. Oh nee, das ist mir zu viel Stress. Das Video ist mir zu viel Panik, ne? Ich sag euch ehrlich, ich kann das nicht. So, von der Hauptstraße, sag ich mal, sind wir jetzt nochmal abgebogen in so eine Art Feldweg. Ich glaube, hier soll man eigentlich nicht durchfahren. Also nee, ich glaube auch nicht, Bruder, ich glaube auch nicht. Hier ist halt wirklich gar keine Straße mehr. Ja, das Ganze wird halt wahrscheinlich ein bisschen abgelegen sein. Anscheinend geht es hier auf der Straße nicht mehr weiter, weil der Weg einfach komplett zugewachsen ist. Das heißt, wir müssen jetzt den Rest laufen. Ich glaube, ich ziehe hier meinen Pablo Escobar-Hut an, weil die Sonne ist einfach so krass. Es ist so warm.
Mit seinen Sportschuhen da. Er hat aber wahrscheinlich noch Kameramann mit, ne? Also, wir müssen jetzt hier über den Fluss auf die andere Seite. Aber er ist doch nicht ganz allein. Er hat doch wenigstens irgendwen, den er kennt, wo er sagt, hey, wie geht es dir, wenigstens mit dem reden kann. Management, irgendwas. Richtig abenteuerlich hier. Er sagt richtig abenteuerlich, Bruder, er geht keine Ahnung wo in Wildnis zu irgendwelchen rivalisierenden Gruppen und dann sagt er richtig abenteuerlich, wenn er da über so eine Brücke gehen muss, Bruder, sei einfach froh, wenn du nach Hause kommst. Er sagt abenteuerlich, ich dreh durch. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, du Scheiße, Mann. Holy shit. Ist noch hier so durchklettern? Sieht schon krass aus. Einfach ist alles voll mit grünen Pflanzen, alles voll mit Koka. Ich treffe den Besitzer der Plantage. James ist schon seit 20 Jahren im Coca-Business. Ich bin 1996 hierher gekommen, weil es im Landesinneren keine Arbeit gab. Wie viele andere habe ich dann einen Job auf einer Plantage angeboten bekommen, wo ich gelernt habe, wie man Coca anbaut und verarbeitet. Wie viele Coca-Pflanzen habt ihr hier angebaut oder wie groß ist die Farm? Insgesamt baue ich hier auf 4 Hektar Coca an. Ich pflanze 3 unterschiedliche Sorten an. Boliviana, Catura und Chipara. Wir haben hier 3 unterschiedliche Sorten, die unterschiedlich schnell wachsen und auch unterschiedlich viel Coca-Paste am Ende ergeben. Und dann ist es immer so eine Abwägung, okay, welche Sorte pflanzt man, damit sich das irgendwie am besten lohnt. Ja, das habe ich schon erfahren. Und wie viele Menschen arbeiten hier so? Wenn wir in der Produktion sind, haben wir hier 5 bis 10 Sammler. Für eine Ernte brauchen wir ungefähr 1 oder 2 Wochen. Dann dauert es erstmal bis zu 2 Monate, bis die Blätter nachgewachsen sind und wieder geerntet werden können. Spannend ist das Video schon, sage ich ehrlich. Nicht mit mir dort, aber spannend ist es schon. Wie viel Coca könnt ihr an einem Tag ernten? Wir sammeln hier mindestens 250 Kilo am Tag. On one day? An einem Tag. Und wie viel Kokain kann daraus dann hergestellt werden? Das hängt von der Sorte ab, aber es sind so um die 900 Gramm. Gibt es irgendwelche Herausforderungen dabei, Coca anzupflanzen? Coca anzubauen ist überhaupt nicht schwer. Man braucht einfach nur ein Stück Land. Das Saatgut bekommt man sogar von anderen Bauern geschenkt. Schwierig ist es nur, die Pflanze zu pflegen und Schädlinge zu bekämpfen. So, jetzt will ich das Ganze natürlich auch mal selber ausprobieren, so Coca zu ernten. Deswegen werdet ihr mir das jetzt mal zeigen. Junge, der wird so viel Cash dahin gelegt haben, ne? Der Dead Boy, der YouTuber, ne? Wer heißt das? Junge, ich bin lost. Ich gucke das 10. Video von ihm, aber keine Ahnung, wie. Tomate, glaube ich. Wir müssen mal gucken, wie er richtig heißt. Wie gesagt, er ist auch auf dem Event. Aber der muss so viel Cash da gelegt lassen haben. Nimm die Zweige zwischen die Beine, als würdest du auf ein Pferd steigen. Nimm die kleinsten Zweige und mit diesen Fingern kannst du ziehen. Das wird etwas wehtun. Nein, nicht so. Mach das so. Mach das so und so. Du musst stark nach hinten ziehen, dann tut deine Hand nicht weh. Ist gar nicht so einfach. Das hätte ich vor ein paar Wochen auch noch nicht gedacht, dass ich in Kolumbien auf der Coca-Plantage stehen würde und Coca ernte. Crazy, Bruder, was der alles macht, ne? Irgendwer verliert 10 Likes. Für euer Kokain. Für unser, wie er so tut, als würden wir alle nehmen, Leute, wie er so tut. Also für das Tempo würde ich dir keinen Lohn zahlen. Mit dir mache ich Verluste. Kann er gut Spanisch? Du bist gefeuert. Ich glaube, ich muss hier noch viel lernen. Also es ist nicht so einfach. Okay, also ich habe jetzt ungefähr 0,5 Kilo geerntet und die ernten hier 200 am Tag. Ich hoffe, man macht sich nicht strafbar, wenn man irgendwie Coca erntet und mithilft bei der Coca-Produktion. Ja, Bruder, lauf mal ganz schnell aus dem Land. Ich bin mir nicht sicher, Junge. Bitte, komm, heile in Deutschland wieder an. Aber wenn das übermorgen losgeht, das Event, müsste er ja schon da sein. Muss ich mal den Solmecke fragen. Also, wir haben jetzt Coca-Blätter. Wenn der Donnerstag nicht auftaucht, ne? Bruder, mach mir Sorgen, ne? Geerntet und jetzt geht's hier in das Labor, das auch zur Plantage gehört, wo die Coca-Blätter direkt verarbeitet werden. Das heißt, aus den Coca-Blättern wird jetzt Coca-Paste gemacht,
die dann an die Mafia weiterverkauft wird. Oh, geil, das ist geil. Boah, crazy. Man sieht da so ein Zelt irgendwie, so mitten im Dschungel, dann hier so ein Labor. Kannst du auch keinem erzählen, ne? Der macht die erst so ein bisschen kleiner. Welche Chemikalien werden so für die Produktion von Kokain eingesetzt? Hauptsächlich benutzen wir Calciumhydroxid. Das lösen wir im Wasser auf. Dann fügen wir ein wenig Ammoniak hinzu. Diese Mischung kippen wir dann auf die Blätter. Dann muss alles vermischt werden, damit die Chemikalien helfen, das Alkaloid aus den Blättern zu lösen. Er ist ja nicht barfuß reingeballert, ne? Ganz schön durch diese ganzen Chemikalien und so. Chemikalien? Das ist ein richtig beißender Geruch irgendwie in der Luft. So ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie auf der Baustelle oder so. Keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall nicht so gut. Nicht gesund. Und ich würde da, glaube ich, nicht einfach mit meinen Nacken... Das habe ich gerade auch gesagt, ne? ...laufen wollen. Aber, hey... So scheint das hier wohl zu sein. Als nächstes kommt noch Benzin dazu. Okay, verrückt. Also das Benzin wird hier versteckt, damit, falls die Polizei irgendwie vorbeikommt, die das nicht findet oder so. Weil Benzin ist wahrscheinlich teuer da, ne? Wie sie so unter den Holzbrettern. Wenn wir die Chemikalien draußen stehen lassen würden und das Militär kommt, werden die Chemikalien verbrannt. Das wäre ein großer Verlust für uns. Crazy. Wir nehmen die Mischung und schütten sie in diese Behälter. Dann geben wir das Benzin dazu. Das dient als Lösungsmittel, um die Coca-Paste zu extrahieren. Wie lange dauert der komplette Prozess, um diese Coca-Paste herzustellen? Nachdem alles im Fass ist, bleibt es da für 20 Minuten. Danach entfernen wir den Stöpsel des Behälters und das Benzin fließt in ein Becken. Dieser Prozess wird so oft wiederholt, bis am Ende die Coca-Paste übrig bleibt. Das klingt nach ganz schön viel Arbeit. Also 15 Tage lang immer wieder dieser gleiche Prozess, nur um am Ende diese Paste zu haben. Klingt schon aufwendig. Und am Ende, wie viel Paste habt ihr dann? Am Ende der Ernte von ca. 5 Tonnen Coca-Blättern haben wir je nach Pflanzensorte ungefähr 12 Kilo Paste. 12 Kilo, ja, ich kenne mich mit den Preisen nicht aus, aber... Und für wie viel könnt ihr dann ein Kilo Coca-Paste verkaufen? Also wie viel kann man damit verdienen? Für ein Kilo bekomme ich zurzeit knapp 580 Euro. Nach Abzug der ganzen Produktionskosten bleiben um die 170 Euro übrig. Aber trotz der ganzen Kosten lohnt es sich mehr, Coca anzubauen, als jetzt andere Sachen wie Gemüse zum Beispiel? Die Ernte von einem Hektar Bananen oder Tomaten könnte ich für 960 Euro verkaufen, aber die Produktions- und Transportkosten sind fast 1.550 Euro. Das bedeutet, ich würde bei jeder Ernte 600 Euro Verlust machen. Bei der Coca-Paste fallen diese Transportkosten schon mal weg. Ich kann die 12 Kilo Coca-Paste einfach im Rucksack mitnehmen. Bei Coca mache ich keinen Verlust, sondern habe pro Ernte einen Gewinn von 2.100 Euro. Reich werde ich damit nicht, aber ich kann damit meine Familie ernähren. So, in so einem Land ist 2000 irgendwas, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, ne? Also ich glaube, damit kann man da natürlich reich nicht, aber gut leben, würde ich jetzt schon sagen. Eine Sache, die ich schon immer mal ausprobieren wollte, war Coca zu kauen, weil das soll auch so belebende Effekte haben. Also viele Leute, ja, so Einheimische machen das anscheinend. Das heißt, ich werde das jetzt einfach mal machen. Schmeckt nach Pflanze. Salat oder so. Wie würde dein Leben ohne Coca aussehen? Ohne Coca müsste ich vielleicht in der Stadt betteln oder wäre in irgendeiner kriminellen Gruppierung. Hast du denn schon mal Kokain konsumiert? Nein, ich habe noch nie Kokain genommen. Was denkst du über Kokain als Droge? Kokain ist eine Substanz, die der Gesundheit schadet und abhängig macht. Es hat einen negativen Einfluss auf das Leben vieler Menschen. Aber wir sind Bauern. Es ist die einzige Alternative, die wir haben. Was denkst du über den Fakt, dass ein Gramm Kokain in Europa, in Deutschland zum Beispiel, 60 bis 80 Euro kostet? Nun ja, wir sind das erste Glied in der Produktionskette. Oh, soll man machen, hat er halt recht. Ich find's krass, dass er schon so klar, also dass er das alles so sieht. Ne? Also ist logisch, wenn er ganz unten ist in der Kette, dann... Und wir sind eben diejenigen, die am wenigsten verdienen. Während 1 Gramm Kokain in Deutschland 60 bis 80 Euro kostet, verkaufen Bauern 1 Gramm ihrer Coca-Paste für umgerechnet 58 Cent. Das ist schon krass. Irgendwie finde ich das schon verrückt, dass einfach diese Pflanze dafür verantwortlich ist, dass es so viel Leid auf der Welt gibt und so viel Krieg, so viele Menschenleben, die da irgendwie mit involviert sind. Und das ist einfach nur eine Pflanze.
Es ist schon irgendwie absurd. Das Kokain-Business hat viele negative Auswirkungen auf die Menschen hier, die Umwelt und auch die ganze kolumbianische Gesellschaft. Ich fand schon krass zu sehen, dass vielen Menschen hier einfach gar nichts anderes übrig bleibt, als Koka anzubauen. Und da riskieren sie unter harten Arbeitsbedingungen nicht nur ihre Gesundheit, sie leben auch in ständiger Angst vor möglichen Übergriffen. Ist doch auch so wie diese Leute, die die ganzen Elektronik da rausholen aus den ganzen Geräten und so. Die kriegen auch, das sind schädliche Stoffe und was. Aber was bleibt denen übrig? Also so, es gibt so viele Berufe in den dritte Weltländern, wo die nichts übrig haben, um überhaupt über die Runden zu kommen. Ne? Nur weil wir das hier benutzen, wird es keiner nehmen, dann müssten sie halt auch nicht so leiden. Ne? Aber es ist einfacher gesagt als getan. Ne? Durch den Staat. Aber wie ich hier gesehen habe, ist es gar nicht mal so leicht, eine Lösung für die ganze Situation zu finden. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend, mal hinter die Kulissen von so einer Coca-Plantage zu schauen, auch wenn es eigentlich gar nicht so spektakulär war, weil Coca ist halt nur eine Pflanze. Was denkt ihr über das Thema? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier geht es zu einem weiteren Video von mir aus Kolumbien. Hey, sehr, sehr spannendes Video, ne? Also ich muss sagen, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Falls ihr auch, dann lasst gerne ein Abo da, ein Like, würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.